Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Spartanern. Und wir haben die letzten Baustellen hier. Genau, und zwar dann hier die da und hier die da. Und hier das Dorf. Und ja, okay, Pontos ist jetzt ja komplett ein Feind geworden. Aber ist egal. Dann haben wir eine bisschen größere. Das habe ich noch gar nicht realisiert. Ein bisschen größere Baustelle hier. Wütende Chimären. Chimäre oder Chimäre? Ich glaube Chimäre. Genau, also das da wird nochmal interessant. Da muss ich, glaube ich, dann auch bisschen meine. Puh. Ja, das wird interessant. Gut. Da muss ich dann auch ein bisschen meine Armeen um. Ein bisschen. Na? Rede, Tobi, rede. Bisschen nach Norden schicken, so. Habe ich eigentlich noch einen General hier? Nee, ne? Warte mal. Warte, spartanische Obliten und Pikiniere. Wo ist denn der? Ich habe hier im. Ich habe hier eigentlich schon fast alle größeren. Ah, hier, doch. Der hat, okay. Vergiss es. Ich wollte halt hier, wieder die kretischen Bogenschützen rekrutieren. Warte. Also, 13. 2, 4, 5 Pikiniere, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 oder 4. Vier von den kretischen. Warum nicht? So. Okay. Ja. Nächste Runde, dann der nächste. Gut. Euch kann ich noch nicht bewegen. Okay. Das wird interessant. Okay, der belagert das jetzt. Okay, der kommt nach Athea. Okay, mit was kommt der? Also ich habe 3 Pikiniere. Er hat 1, 2, 3, 4. Ja, aber ich probiere es trotzdem. Ja, das war dumm. Da hätte ich dann eine Söldnerarmee hinstellen müssen. Vor allem erst sind tatsächlich die wütenden Chimären. Aber hier habe ich noch was sehr Feines. Okay. Die stellen sich eigentlich immer dann hier so auf. Ich muss schauen, dass er nicht so eine breite. Genau, das sind Pelztasten. Ich muss schauen, dass er seine Herbandpikiniere nicht so gut aufstellen kann. Oder wenn wir jetzt uns hier breit aufstellen, dann
Ja, er hat die besseren Pikiniere. Und das wird dann blöd. Okay, hier können wir uns sehr breit aufstellen. Können aber auch von hinten angegriffen werden. Das gleiche passiert hier. Kann mich halt auch wieder hier aufstellen. Das mache ich eigentlich immer ganz gerne. So, hier einmal. Hier einmal. Und hier dann mit Unterstützung. Aber hier können die Fernkämpfer nicht ganz so gut schießen. Okay, du gehst mal komplett weg. Und sich ist das wahrscheinlich besser. Hierhin. So. Sehr gut, feuer keine rein, bitte. Danke. Unser General wird angegriffen. Nee, unser General greift an. Das ist auch gut. Es fand ich ja gut, dass er hier meine Einheiten gerade nicht angreift. So, sehr schön. Macht mal hierzu, wobei ja, die können auch hierzu machen. Die gehen dann dahin, wo die Pikiniere sind. Die Pferde können mal schon mal in Position gehen. Die eigentlich auch. Ja, wobei noch nicht. Die sind noch nicht drinnen. Die sind noch nicht. Also die sind noch nicht drin, meine ich, dass die gegnerische Armee noch zu weit aufgefächert ist. Aber die haben sich noch nicht gebündelt. Deswegen, sonst könnte ich mit denen schon entweder von hier oder von außenrum zusammen mit der Kavallerie angreifen. Aber der hat sich ja noch nicht aufgestellt. Okay, bitte auf die Speerträger. Okay, die kommen jetzt. Die gehen jetzt zurück, aber warum?
Manchmal machen die echt dumme Sachen und versuchen dann die Kavallerie zu chargen. Also zu verfolgen. Das ist dann immer sehr, sehr nervig. Wenn die komplette gegnerische Armee dann also ganz langsam die Kavallerie verfolgt. Und das sieht tatsächlich so aus, als wollte er das machen. Ah, okay, jetzt nicht mehr. Doch. Ich glaube, der weiß noch nicht genau, was er will. Und die dröselt er jetzt komplett auf. Mit seinen blöden Fernkämpfern. Okay, was macht der da für einen Quark? Pikiniere, okay. Bitte auf die Pikiniere. Steinschleuderer! Geschosse, Waffen auf Ziele! Speerträger! Bereit zum Einsatz! Geschossinfanterie! Der hat leider fast alles verschossen. Ja, schaut, da stand die Kavallerie. So, der geht jetzt raus. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Genau. War es in Ordnung. Ja, ich habe keine Ahnung, was der da will. Ich habe keine Ahnung, was der da machen will. Den verstehe ich auch nicht. Ich gehe mal mit der Kavallerie hier rein. Und dann vielleicht da hinten. Was macht der da? Ich glaube, ich muss. Das will ich eigentlich echt nicht. Sehr gut. Ja, gut. Na, die Pikiniere sind halt trotzdem noch gut, ne? Also es sind halt die besseren. Okay. Ja, das war's jetzt. Okay, schnell zurück. So. Uiuiuiui. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Weil er hat wirklich die bessere die besseren Pikiniere.
glaube, ich verlege alles nach hier. Einfach das, damit ich ihn ein bisschen triggern kann. So, jetzt hat er gemerkt, so, ey, der erobert das ja zurück. Das geht mal gar nicht hier. So, Herbahn-Pikiniere. Was ist das? Schwertkämpfer. So, Söldner-Lanzenreiter, aber ich habe mehr Pferde. Okay. Seine Pferde sind weg, das ist gut. Das ist sehr gut. So. Zum Glück gibt es hier bei den Pikinieren keine Friendly Fire. Wie bei, wie hieß das Spiel? Total War Arenas, genau. Das war ja eine Kooperation zwischen Creative Assemble, also, oder heißen? Ah, verdammt, weiß ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht. Also die Macher von Total War. Und den Machern von Warhammer. Warhammer, Schmarrn. Den Machern von World of Warships und World of Tanks und sowas. Genau. Aber. Ja. Leider wurde das fallen gelassen. Oh. Leider wurde das fallen gelassen. Viele Fans sind echt traurig, weil das war echt cool. Das war echt nice. Aber hatte wohl zu wenig ja, Geld gemacht. Sehr schön. Erstmal alle auf die Pikiniere. Unsere Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich hoffe, ich kann die da erreichen. So, zurück. Ah, sehr schön. Ah ja, schade. Oder? Könnt ihr hier durch? Ja, knapp. Einfach vorbeigehen. Nicht stören lassen. Einfach vorbeigehen und jetzt angreifen. Sorry. Aber ich hasse es, wenn die das machen. Angreifen. Nerv. Okay, ich glaube, mit denen werde ich mal kurz hier reinschalten. Schnell. Wir sind hier nicht zum Spaß. Und kabumm. Sehr schön. Und wieder raus.
Glücklich lassen mich die anderen jetzt in Ruhe, ne? Gut, und dann könnt ihr mal ein bisschen Dampf machen hier. Uiuiuiui. Aber krass, dass der jetzt das so weggeschmissen hat. Die Fernkämpfer waren super. Oh, nein, die sind noch dabei. Erfolgreich unsere Stadt verteidigt. Komm schon. Du willst es doch auch. So. Die da sind auch fertig? Ja. Aber ich kann es vergessen, dass da ja auch ein Kampf war. So. Ja. Bisschen vorspulen. Hauptsache, der General ist tot. Wobei der... Warte, ist der General? Nee, den General habe ich doch... Nee, der... Oder ist das der... Nee. Doch. Der feindliche General ist... Alter, das war wirklich der Letzte, der sich rausgesneakt hat. Uiuiui. So, 416 hat er gekillt. Nice. Die Kavallerie war wieder... Die war wieder extrem wichtig. Also ultra wichtig. Ohne die ohne die Kavallerie hätte ich das noch schaffen können. Ich glaube nicht. Weil da war ja der eine, der richtig, also der hat ja 80 gekillt. Der wäre ja beinahe durch die durchgekommen. Ja, wobei daneben stand mein General. Ja. Ja, wobei, also, oh nein, da kommt ja noch einer. Ich glaube nicht, dass es so einfach gewesen wäre. Ja, und natürlich hat der ganze, nein, der hat jetzt wirklich angekillt.
Der hat meinen General gekillt. Ich glaub's nicht. Der hat meinen General gekillt. Und der hat's genau so gemacht, wie ich es gesagt habe, wie er machen soll. Der hat alle... Oder? Nee. Den da hat er nicht geholt. Wahrscheinlich wäre er nicht hingekommen. Aber Alter, der hat meinen General jetzt gekillt. Puh. Aber diese Schlacht werden wir das nächste Mal anschauen. Boah. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Puh. Also die Nahkampfkavallerie ist easy, aber die sind ja auch Rang 3 alle. Ja, gut. Ey, das mit dem General, das ist so unnötig. Oh, gut. Naja, gut. Wie gesagt, wir schauen das nächste Mal an. Und ja. Mal schauen, ob die Fanboys überleben. Bis dann.